Und mein Kollege Heiko Sander ist für uns vor Ort und beobachtet die Lage. Wie ist im Moment der aktuelle Stand? Ja, also jetzt ganz aktuell ist hier nochmal das Entschärfungsteam angerückt der Polizei. Und die durchsuchen jetzt das ganze Gebäude. Hier hinter mir ist dieses Gebäude, das ist eine Kirche der Zeugen Jehovas, ein Gebäude, in dem sich die Kirche befindet und weitere Verwaltungsräume befinden. Und die Entschärfer durchsuchen jetzt das ganze Gebäude nochmal nach gefährlichen Gegenständen, wie es heißt, bevor dann tatsächlich Kriminalbeamte das Gebäude überhaupt erst betreten können. Es war kurz nach neun, als es hier tatsächlich zu Schüssen kam. Und eine Spezialeinheit der Polizei, die fuhr zufällig hier gerade auf der Straße lang zurück zu ihrer Unterkunft, hat sogar noch mindestens einen Schuss gehört. Die sind dann in das Gebäude rein, konnten noch zahlreiche Menschen aus dem Gebäude retten. Unter anderem eine schwangere Frau soll da drunter gewesen sein. Die Menschen haben sich dann hier in der Nähe an einer Bushaltestelle in Sicherheit gebracht. Und die Beamten sind dann reingegangen. Es ist die Rede von mehreren Toten. Die Polizei will die Anzahl immer noch nicht offiziell bestätigen, aber es war jetzt schon mehrfach die Rede von mindestens 6 Toten und es sieht so aus, zumindest derzeit, dass auch sich eventuell der Schütze unter den Toten befindet, weil im oberen Stockwerk hat die Polizei auch eine leblose Person gefunden, bei der es sich um den Schützen handeln könnte. Gibt es denn schon Informationen zu dem mutmaßlichen Schützen? Also weitere Motive und Hintergründe? Nein, über den Schützen und die Motive gibt es noch gar keine Informationen. Offenbar gab es hier in diesem Zentrum der Zeugen Jehovas eine Veranstaltung. Man kann es auch hier hinten sehen im Eingangsbereich. Da hängen an der Garderobe sehr viele Jacken. Also da stand offenbar eine Veranstaltung statt. Es ist nicht ganz klar, ob es jetzt auf der Veranstaltung dann zu diesen Schüssen kam, wer die Schüsse abgegeben hat und aus welchem Grund. Und es ist auch nicht klar, ob es irgendetwas ist, was intern in diesem Gebäude stattgefunden hat, also von Beteiligten innerhalb der Zeugen Jehovas, innerhalb dieses Gebäudes, oder ob es irgendwie eine externe Tat ist, ob jemand von extern jetzt hier das Gebäude der Zeugen Jehovas und die Menschen, die sich in diesem Gebäude befunden haben, angegriffen hat. Das ist alles noch unklar. Es gab ja auch eine kleine Pressekonferenz. Was wurde da gesagt? Ja, die Polizei hat natürlich jetzt hier den gesamten Bereich abgesperrt. Und zunächst war es ja auch noch nicht ganz klar, ob es einen Schützen gibt oder mehrere Schützen gibt. Also die Polizei hat erstmal in der Warn-App den Bereich hier als lebensbedrohliche Lage markiert. Mehrere hundert Meter hier im Bereich drumherum ist alles abgesperrt. Die Polizei ist an jeder Ecke mit Maschinenpistolen postiert. Auch wenn wir Journalisten da ankommen, werden wir erstmal, das ist hochsensibel, die Situation, werden wir gefragt, wer wir sind, was wir wollen, weil die Polizei das am Anfang nicht richtig einschätzen konnte. Mittlerweile entspannt sich das Ganze ein bisschen. Der Polizeisprecher sagte, dass sie jetzt davon ausgehen, es gibt keine Anhaltspunkte, dass jemand geflohen ist aus dem Gebäude. Wir haben zwar immer noch den Helikopter hier in der Luft, der hat ja eine Wärmebildkamera an Bord, womit man ja Personen, die sich irgendwo verstecken, irgendwo im Unterholz, irgendwo im Gebüsch abhocken, kann man die sehen über die Wärmebildkamera, um sicherzugehen, dass sich jetzt hier wirklich niemand mehr befindet. Aber derzeit sieht es nicht so aus, dass es jetzt hier noch eine Gefährdungslage gibt. Die Polizei geht auch davon aus, dass bald diese Warnung aufgehoben wird. Heiko Sander war das mit weiteren Informationen. Vielen Dank.